Madrugada in 1 Live Plan B. Da sage ich danke, Bela B. Sehr gerne, doch für dich. Für deinen guten Musikgeschmack. Es ist irre, es ist 22.56 Uhr gleich. Ihr wart 3 Stunden hier, es verging wie im Flug, zumindest kam es mir so vor. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, ihr illegalen Downloader da draußen. Das merkt ihr mal, was für einen tollen Spaß man mit guter Musik haben kann. Und wie viel man lernen kann über andere Länder, ja, über Kulturen und weiß nicht, und einfach auch über Gefühle. Möchte mich nochmal für den zotigen Ausdruck vorhin entschuldigen von deinem Lieblingssänger. Lieblingssänger, nur weil ich sagte, Michael Kiwanuka finde ich gut. Findest du gut? Na, also dein Herz hat schon... Lieblingssänger ist ja der Fahrenurlaub aus Berlin, ach so, ne? Achso, na denn? Naja, der ist nun wirklich homosexuell. Okay. Also ich danke euch fürs Kommen. Ich freue mich sehr, das eine oder andere Konzert auf der Tour dann noch mitzukriegen. Wir freuen uns auch, wenn du kommst. Was ich wahnsinnig... Hast du denn schon Tickets? Vorhin habe ich mal nachgeschaut, es ist ja wirklich fast alles ausverkauft. Ja. Ne? Also richtig, ein paar Wiederholungskonzerte und Chemnitz Schwächelt sind da erst bei 90%. Übrigens, also vielen Dank an die Leute da draußen. Ja, vielen Dank. Und ich möchte es gerne nochmal wiederholen, unsere Tickets kosten nicht, wie auf irgendwelchen Arschseiten behauptet wird, 60, 80 oder 100 Euro, sondern unsere Tickets kosten alle 36, 35 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Also die Schwarzhändler haben wirklich professionell aussehende Internetseiten, sind aber trotzdem, deshalb darf man es jetzt sagen, um diese Uhrzeit Arschlöcher, weil professionelle Schwarzhändler, die sich an unseren Fans bereichern. Wir haben auch immer noch kleine Kontingente an Karten, die wir peu à peu rausgeben für jedes Konzert, damit genau damit diese Leute halt ihre Tickets letztendlich nicht für ihren gewollten Preis loswerden, sondern am Ende verschleudern müssen, damit sie noch ein bisschen Geld zurückkriegen. Also fasse ich mal zusammen, nicht panisch werden, es könnte auch noch kurz vorher Karten geben, aber zu einem fairen Preis. Genau, ja, aber ein paar. Die jetzt bekannte Tour mag ja vielleicht sogar noch fortgesetzt werden. Wer weiß. Ich danke euch fürs Kommen. Wir danken dir fürs Einladen. Genau. Schön war's. Und zum Schluss noch ein Wunsch. Ein Song von Glenn Campbell, ganz alter Hut, läuft so im Seniorenradio, weil so ältere Taxifahrer gerne hören. Ja, und Icke. Und Icke. Das ist tatsächlich ein Favorite auch von mir. Wichita Lineman ist ein Song, der ist echt so überirdisch schön. Ich weiß gar nicht, wie man einen Song schreiben kann über jemanden, der durch Wichita fährt und die Stromleitungen repariert. Ich finde das sensationell. Also ernsthaft, ich kriege eine Gänsehaut, weil ich denke, wie ist der Typ auf dieses fantastische Thema gekommen? Ja, als ich so einen Song über einen Typen, einen Elektriker in Spandau geschrieben habe, da hast du abgelehnt. Nee, der fand ich war irgendwie nicht so schön. Schönen Abend da draußen. Bis euch bald. Auch.